Willkommen zu einer neuen Folge Kümmerlumt. Heute machen wir diese Babyeule. Ja, ich habe die hier in zwei Ausführungen schon mal gemacht. Und zwar einmal hier so. Also die ist auch richtig schön groß. Ihr könnt die natürlich noch viel größer machen, wenn ihr das wollt. Die Augen habe ich gelumt. Und hier habe ich dasselbe nochmal. Das ist eine Babyeule, die in der Eierschale sitzen soll. Das sieht zwar nicht ganz unbedingt aus wie eine Eierschale, aber ich habe mein Bestmögliches versucht. Und ja, das ist halt eine frisch geschlüpfte Eule. Und heute zeige ich euch, wie die funktioniert. Ich habe die einmal mit Knöpfen und einmal mit gelumpten Augen. Los geht's. So, ich mache jetzt noch eine rote, weil die roten Gummis, die ich jetzt hier noch habe, die rutschen gut auf der Nadel. Es gibt Gummis, die rutschen überhaupt nicht. Und ich habe Gummis, die rutschen halt sehr gut auf der Nadel. Die sind so ein bisschen stumpf und ein bisschen dicker. Und die mag ich persönlich lieber. Wir brauchen nur eine Nadel und Gummis, weil ich mache das ohne. So, also wir spannen als erstes eine 8 auf eure Nadel. Dann nehmt ihr das nächste Gummi, zieht einfach eure 8 darauf und nehmt das Gummi wieder auf eure Nadel. Jetzt habt ihr eure 8 hier normal dazwischen. Und jetzt machen wir noch zwei weitere Gummis drauf. 1, 2. So, jetzt stechen wir wieder. Stechen wir hier vorne in unsere 8, hier vorne ein, zack, aber in beide Gummis, so, so dass ihr 4 Gummis auf eurer Nadel habt. Jetzt nehmt euch das nächste, zieht das durch alle 4 durch und wieder auf die Nadel. Jetzt haben wir hier so einen ganz, ganz kleinen Kreis, den müsst ihr so ein bisschen auseinanderziehen, dann seht ihr das auch, das sieht so aus. Und jetzt nehmen wir uns einfach das nächste Gummi, fahren in die Mitte rein, holen uns das Gummi durch, so dass ihr 4 Gummis auf euren Haken habt. Nehmt das nächste Gummi, verschließt das. Dann nehmt euch das nächste, fahrt in die Mitte rein, holt euch das Gummi. Durch alle 4 durch, Gummi wieder gehen lassen vom Finger, dann das nächste nehmen. In die Mitte rein, Gummi holen, 4 auf der Nadel und so machen wir das diese Reihe rum, bis wir einen Kreis haben. So, jetzt haben wir die letzte Masche für unseren Ring. Und jetzt verschließen wir den. Wir gehen jetzt einfach hier vorne, wenn ihr das Gefühl habt, das ist ein Kreis. Das müsst ihr mal gucken, wie das bei euch ist. Geht ihr einfach in die ersten zwei Maschen wieder rein, nehmt euch ein Gummi, zieht das durch alle 4 durch und verschließt das Ganze. So, jetzt habt ihr einen fertigen Kreis und genauso wird auch das Auge gemacht. Hier in der Mitte das Loch, das wird jetzt nicht kleiner werden. Wenn ich euch zum Beispiel, wenn ihr euch das bei der Eule hier anguckt, da habe ich ein bisschen dickere Gummis genommen. Da sieht das so aus, dass das Loch auch kleiner. Also ihr müsst mal gucken, was ihr für Gummis benutzt. Die waren ein bisschen dicker und deswegen seht ihr das hier auch nicht. Aber mich soll das kleine Loch auch nicht weiter stören. Wir haben jetzt unseren Ring fertig und jetzt sind wir in der ersten Runde. Das heißt, wir verdoppeln jede Masche und zwar so. Wir gehen also hier in die erste Masche, holen uns das Gummi, verschließen das und jetzt verdoppeln wir das Ganze. Verdoppeln heißt, ihr geht einfach nochmal da, wo ihr das erste Gummi durchgemacht habt, da macht ihr das zweite Gummi jetzt auch nochmal durch. Und das heißt einfach jede Masche verdoppeln. So. Jetzt gehen wir aber jetzt haben wir die erste Masche verdoppelt. Jetzt gehen wir in die nächste Masche rein und verdoppeln diese. Das heißt einmal und jetzt nochmal in dieselbe Masche rein und jetzt haben wir das Ganze verdoppelt.
Und das Ganze machen wir jetzt einmal Reihe rum, komplett, bis ihr wieder am Anfang seid. Als kleiner Tipp noch, wenn ihr euch nicht sicher seid, wann eure Reihe vorbei ist, macht ihr einfach da, wo ihr angefangen habt, mit den ersten Maschen, macht ihr einfach eine Büroklammer oder hier so eine Haarnadel rein, damit ihr wisst, aha, hier ist meine Runde vorbei und hier fängt die nächste Runde an. So, und jetzt immer weiter. Erste Mal in die Masche und jetzt in dieselbe Masche nochmal. So, dann mache ich das jetzt mal schnell fertig. So, wir sind jetzt wieder bei unserer Nadel angekommen hier vorne. Hier. Und nun nehmen wir uns einfach ein Gummi und verschließen das Ganze wieder, indem wir einfach da reingehen, wo die Nadel ist. So. Nehmen uns das nächste Gummi und verschließen das Ganze. So ist unsere Reihe jetzt dann beendet. So, hier haben wir jetzt unsere erste Runde, wo wir alle doppelt. Hier ist jetzt unsere erste Runde fertig, wo wir jedes verdoppelt haben. So. Jetzt kommt die zweite Reihe. Das heißt, wir verdoppeln jedes zweite. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder ins erste rein. Gehen in die erste Masche, holen uns das Gummi. Zack. Und jetzt gehen wir ins zweite. Nochmal da rein. Gummi holen. Jetzt wieder in die erste. Und jetzt in die zweite und in der zweiten verdoppeln wir. Nochmal. Und das machen wir jetzt Reihe rum, bis wir wieder am Anfang angekommen sind. So, jetzt sind wir wieder am Rundenende angekommen. Das heißt, wir gehen wieder in die erste Masche, holen uns die und verschließen das Ganze. Zack. So, jetzt haben wir die Runde fertig. Jetzt empfehle ich euch, das nicht breiter zu machen. Also ich mache es jetzt nicht breiter. Ich habe jetzt die zweite Runde. Ich mache jetzt die dritte Runde. Und ihr habt ja hier eure Nadel. Damit wisst ihr immer, wenn ihr einmal rum seid, wie viele Runden ihr habt. Und ich mache das jetzt drei Runden weiter. Das heißt, ich bin in die Breite 3 gegangen und jetzt mache ich nochmal 3 dazu. Aber ich lasse die Maschen, wie sie sind. Heißt, ich nehme jetzt jede Masche einzeln einmal. So, das wäre also einfach die erste Masche nehmen. Und verloben dann die nächste. Einfach in die nächste Masche. Und das mache ich jetzt drei Runden lang. Das heißt, ich werde das Video jetzt hier schneiden. Nicht, dass es manche wieder wundern, warum das jetzt hier nicht weitergeht. Ihr macht das jetzt drei Runden lang. Ich meine, ihr wisst jetzt, wie es funktioniert. Und deswegen brauche ich die drei Runden ja jetzt nicht filmen. So, ich bin jetzt bei Runde 3, mit Runde 3 fertig. Und ihr seht, wenn ihr die Maschen nicht mehr verdoppelt, dann wölbt sich das jetzt langsam auch schon. Das heißt, langsam bekommt es dann auch die Form eure Eule. So, ich mache jetzt mit Runde 4 weiter. Ich habe jetzt die vierte Reihe gemacht und die fünfte habe ich auch gleich gemacht. Das heißt, wir sind jetzt in der sechsten Runde. Ich konnte jetzt bloß nicht weitermachen. Es wird doch eine relativ große. Also ich denke mal, die wird so wie die hier. Die ist auch relativ groß.
von der Figur. Und jetzt nehmen wir aber wieder mit den Maschen ab. Das heißt, wir werden jetzt wieder kleiner, damit das auch eine schöne runde Form ergibt. Ihr könnt die natürlich auch länglicher machen, das könnt ihr machen, wie ihr Lust und Laune habt, aber wir wollen ja runde, kleine Eulenbabys und deswegen werden wir jetzt wieder kleiner. Leider ist meine Farbe auch leer, deswegen mache ich jetzt hier mit dieser Farbe weiter. Dann wird es halt eine zweifarbige Eule. So, bevor wir jetzt weitermachen, nehmen wir uns hier unten unsere Nadel raus. Unsere Büroklammer meine ich, und machen die hier oben rein, damit wir immer wissen, wann eine Runde vorbei ist. Weil das Abnehmen, also das Kleinerwerden, läuft eigentlich jetzt genauso, wie wir vergrößert haben. Das heißt, wir nehmen uns unser Gummi und loomen jetzt erstmal die erste Runde normal. Zweite. Dritte. Vierte. So, und jetzt sind wir beim fünften und jetzt läuft es so. Wir gehen also in die Masche rein, holen uns das Gummi auf die Nadel, lassen das Gummi los, verschließen das jetzt nicht, sondern wir lassen die vier Gummis drauf, nehmen uns das nächste, fahren in die nächste Masche rein, holen uns das Gummi und jetzt haben wir insgesamt sechs Gummis auf der Nadel und die verschließen wir jetzt. Und so nehmen wir jetzt immer an Reihen ab und werden langsam wieder rund und werden kleiner. So, das heißt, wir fangen jetzt wieder an, nehmen uns einen Gummi und machen 5 Runden lang in jede Masche ein Gummi. Erster, zweiter, dritter. Vierte. Und jetzt sind wir wieder am fünften angekommen. Das heißt, wir gehen wieder in die Masche rein, holen uns das Gummi und lassen die vier Gummis auf der Nadel, holen uns das nächste Gummi, gehen in die nächste Masche, haben wieder 6 Gummis auf der Nadel und jetzt ziehen wir alle Gummis durch die Nadel. Und jetzt fangen wir wieder von vorne an. Das heißt, wir machen wieder 4 einzelne Gummis und die fünfte verkürzen wir wieder. Und das machen wir jetzt erstmal Reihe rum. Wir sind jetzt mit Runde 6 fertig. Jetzt sind wir in Runde 7. Und wir haben ja jetzt jede fünfte Runde abgenommen und jetzt nehmen wir jede vierte Runde ab. Also wie immer rein, erstes. Zweites. Drittes. Und jetzt nehmen wir wieder eins ab. Das heißt, wir gehen ins nächste rein, lassen die vier Gummis auf der Nadel, nehmen uns das nächste Gummi, gehen ins nächste rein, holen uns das Gummi auf die Nadel, haben wieder 6 Gummis auf der Nadel und ziehen alle zusammen. So, und das machen wir jetzt wieder Reihe rum. So, ihr seht schon, das werden jetzt weniger Maschen nach der siebten Runde. Und jetzt sind wir in der achten Runde. Und jetzt nehmen wir jede dritte ab. Also wieder ins erste rein. Zweiter. Und in die dritte. Auf der Nadel lassen. Nächste Gummi nehmen, in die nächste Masche.
Und alle 6 Gummis wieder verschließen. Das machen wir jetzt wieder Reihe rum. So, jetzt sind wir in der 9. Runde. Also mit der 8. fertig und jetzt jedes zweite. Das ist jetzt unsere letzte Runde vorerst. Das heißt 1. Und das zweite wird jetzt wieder verkleinert. Und das machen wir jetzt auch wieder Reihe rum. So, wir lassen jetzt hier natürlich am Ende eine kleine Öffnung. Und damit uns das Ganze nicht auseinanderrutscht, könnt ihr entweder halt hier eure Klammer nehmen, die ihr unten habt. Und macht die 2 Gummis da durch. So, da könnt ihr die Nadel nämlich rausnehmen, dass nichts passiert. So. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Fein ist natürlich jetzt zweifarbig. Und jetzt machen wir mit den Flügeln weiter. So, also unsere Flügel nehmen wir immer doppelte Gummis und fangen das Ganze an von oben zu bespannen. So, jetzt nach links. Dann eins nach rechts. Und jetzt hier erstmal nach unten auf der linken Seite. So, als nächstes machen wir in der Mitte weiter. Da ein bisschen runterschieben. So, jetzt verbinden wir die beiden miteinander, von links nach rechts, also in die Mitte hin. Und jetzt kommt noch ein Gummi drauf. So, jetzt machen wir mit der rechten Seite weiter. Könnt natürlich auch die Flügel einfach machen, ohne doppelte Gummis. Aber ich finde, von den Proportionen her passt es so ganz gut. So, jetzt verbinden wir das Ganze wieder miteinander. Schön runterschieben, weil hier muss noch eine Reihe drauf. So, das wäre das Muster von unserem Flügel. Jetzt müssen wir noch so Zwischengummis spannen, damit unser Vogel auch, damit die Flügel auch schön miteinander verbunden sind. Und da spannen wir hier normal diese Dreiecken übereinander. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück insgesamt. Und so sieht das Ganze jetzt fertig aus. Jetzt müssen wir hier vorne noch ein Gummi übereinander legen. 3 bis 4 Mal. Und macht das über den ersten Pin. Und jetzt verlumen wir das Ganze. Wir fangen hier vorne rechts an, drücken das obere Gummi nach hinten und das machen wir auf den oben drüber liegenden Pin. Dann nehmen wir uns das Gummi, was von der Mitte kommt,
spannen wir nach links. Dann nehmen wir uns das untere Gummi. Das spannen wir nach oben. Dann nehmen wir uns hier oben das linke Gummi. Das machen wir natürlich auch auf den linken Pin. Dann drücken wir das Gummi weg, was wir in der Mitte gespannt haben, und holen das untere Gummi. Und jetzt loomen wir ganz normal nach oben hinweg. So, jetzt spannen wir das in die Mitte. Und jetzt fangen wir in der Mitte an. Spannen wir jetzt auch ganz normal nach oben hinweg. Bis auf den vorletzten und jetzt natürlich noch die rechte Seite nach oben. Und jetzt holen wir uns hier aus dem mittleren Pin von ganz unten das Gummi und spannen das nach oben. Das geht ein bisschen schwerer. Und das war's schon. Jetzt fahrt ihr einfach oben rein und zieht das Ganze runter. So. Zieht das ein bisschen zurecht. Und fertig ist euer erster Flügel. So, wie er jetzt funktioniert, das wisst ihr. Also sehen wir uns wieder, wenn ihr den zweiten Flügel auch habt. So, ihr könnt euch jetzt natürlich aussuchen, ob ihr die Eule so rum hinstellt oder so rum hinstellt. Ich lasse meine jetzt so rum, weil die hat jetzt hier unten schon so einen breiteren Sockel, sage ich jetzt mal, und dann steht die so schöner, wenn ich die dann auffülle. So, wir fangen jetzt an. Unsere Flügelchen, die muss ich jetzt noch einmal verlängern. Heißt, ich mache jetzt ein Gummi nochmal durch. So, damit das ein bisschen länger ist, wenn ich das durchfädel. Das mache ich bei dem anderen auch. So. Aber vorher machen wir die Augen dran. Wie gesagt, ihr könnt die loomen. Aber ich habe sie mir jetzt schon vorbereitet. Ich mache jetzt wieder Knöpfe dran. Dazu habe ich einfach drei Gummis genommen aneinander und habe die durchgefädelt. So, jetzt müssen wir so ein bisschen unsere Höhe bestimmen, wo wir die hinhaben wollen. Und dann ziehen wir die hier einfach durch. Ich muss nur gucken, ob das jetzt von der Körpergröße her die Augen dazu passen, weil nicht, dass die zu klein sind. Das kann natürlich auch sein. Und macht da jetzt einfach ein Knötchen rein. So. Und wieder verknoten. Und das Ganze verschwindet wieder. Zieht ihr da wie ein Bockeball. Oben in die Mitte rein. Und dann ziehe ich mir die erstmal einfach rein. Dann halte ich das fest und ziehe mir das jetzt von drinnen wieder raus. Ich wollte nämlich mal eine andere Technik probieren, um die Flügel festzumachen. Na. So. Habe ich die einfach hier hinten nochmal durch den Flügel geloomt. Und ziehe das Ganze nämlich einfach fest. So. Und mache hier nochmal einen Knoten. Da meine Eule eher schon zweifarbig ist, mache ich jetzt auch einen schwarzen Schnabel. Ganz einfach. 2, 3, 4. So, 4 Gummis nehmen wir. So.
und ziehen die auf den Gummi. Dann lassen wir das los und machen eine Schlaufe. So. Dasselbe machen wir jetzt nochmal. So, und dasselbe machen wir jetzt genau unten nochmal. Holen uns das Gummi durch. So, machen eine Schlaufe, ziehen das schön fest, holen uns das erste Gummi und das zweite auch. Jetzt verknoten wir das Ganze wieder. So, und jetzt fangen wir an, unsere Eule zu befüllen. Am besten, ihr nehmt immer kleine Stückchen, wenn ihr Watte nehmt. Dann könnt ihr die am Ende schöner zurecht formen. Wie wenn ihr einen großen Batzen einfach reinsteckt. So, jetzt müssen wir natürlich auch noch das Ende zumachen. So, dazu machen wir wieder unsere Nadel auf den Haken. Und da wir ja zuletzt in der Runde waren, wo wir jedes verschließen, heißt das, wir gehen jetzt in den ersten, die erste Masche rein. Rein in die Masche, holen. Auf die Nadel, dann wieder ein Gummi, in die nächste Masche. Und jetzt wird verschlossen. Jetzt gehen wir einfach nur mal gegenüber rein. Und zack. Ja, ich hoffe, euch hat mein kleines Tutorial zu den Eulen gefallen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen und bis dahin.